Alexis on gw2community.de. Hallo und herzlich willkommen bei meiner Vorstellung des Chronomanten. Wir schauen uns, wie eigentlich jedes Mal, als erstes den Spezialisierungspfad Chronomant an. Wir schauen uns natürlich die neuen Schildfertigkeiten sowie den F5er-Skill an und die Brunnen vom Mesmer. Wir legen direkt los mit dem Spezialisierungspfad. Chronomant. Zeitspalter. Ihr könnt Schilder ausrüsten und euch Zutritt zu Chronomantenbrunnen verschaffen. Ihr erhaltet Zugang zu Kontinuum, Spaltungen und Verschiebungen, die es euch erlaubt, einen früheren Zeitpunkt erneut aufzusuchen. Kontinuum, Spaltungen und Verschiebungen ist der F5er-Skill, dazu kommen wir später. Dann zur Wahl. Verzögerte Reaktionen. Einen Gegner zu unterbrechen verlangsamt ihn, und zwar für 3¼ Sekunden. Die Zeit hört auf. Aktivierung einer Zerschmetterfertigkeit verleiht euren Illusionen Supergeschwindigkeit. 5 Sekunden. Ende gut, alles gut. Brunnen gewähren Verbündeten Tatendrang, wenn sie enden, und zwar für 2 Sekunden. Die Aufladerate von Fertigkeiten wird damit verbessert um 66%. Dann haben wir als nächstes Strom der Zeit. Erhalte Tatendrang, wenn ihr eine Zerschmetterfertigkeit nutzt. 3/4 Sekunde. Zur Wahl. Zeit der Gefahren. Erhaltet eine zusätzliche Chance, kritische Treffer gegen verlangsamte Gegner zu erzielen. Die Chance, wenn sie verlangsamt sind, ist um 30% erhöht. Illusionäre Umkehr. Das Zerschmettern von mindestens 2 Illusionen erzeugt einen Klon. Es ist ganz nett. Verbesserter Tatendrang. Auf euch wirkender Tatendrang dauert länger an. Und zwar 50% länger. Die Zeit schreitet fort. Ihr bewegt euch 25% schneller. Die Dauer von erlittenen bewegungseinschränkenden Zuständen wird um 25% verringert. Es ist nie verkehrt. Dann haben wir zur Wahl verlorene Zeit. Jedes Mal, wenn ihr einen kritischen Treffer erzielt, erhaltet ihr 1 Ladung. Habt ihr genug Ladungen, verlangsamt euer nächster Treffer euer Ziel. Man braucht dafür 5 Ladungen, die aufgefüllt werden, und dann verlangsamt man seinen Gegner. Nutzt den Moment, erhaltet Schnelligkeit für jede Illusion, die ihr zerschmettert, und zwar 1¼ Sekunde Schnelligkeit. Chrono-Trugbild. Eure Trugbilder werden erneut herbeigerufen, nachdem sie zum ersten Mal zerschmettert wurden und sind aber kurz benommen, wenn sie herbeigerufen werden, und zwar 1½ Sekunden. Alles in allem muss ich sagen, gefällt mir das sehr gut. Es ergänzt in vielerlei Hinsicht den Shatter-Mesmer. Ich glaube, das wird eine Spielweise, die sich jetzt dann absolut durchsetzen wird, vermutlich. Wobei es einem auch erlaubt, einfach viel auf Tatendrang und weiteres zu gehen. Das muss man sich mal sehen. Ich werde jetzt auf jeden Fall eher shattern. Habe halt Schwert und Schild und Großschwert drin, aber ja. Bin gerade so enthusiastisch, weil ich den Mesmer so gern spiele. Gehen wir erstmal ins Herz der Nebel und ich zeige euch die Schildfertigkeiten und den F5er-Skill. Also gut. Schildskill 4. Gedächtnisecho. Blockt den nächsten Angriff auf euch ab. Wenn diese Fertigkeit endet, wird ein Trugbild herbeigerufen, das Gegner verlangsamt und Verbündete mit Tatendrang erfüllt. Wird ein Angriff abgeblockt, ist für kurze Zeit Déjà-vu verfügbar. Déjà-vu ist im Übrigen im Prinzip genau der gleiche Skill wie Gedächtnisecho, bloß dass halt dann nicht nochmal Déjà-vu verfügbar ist. Der Skill macht 598 Schaden, gibt 1 Sekunde Tatendrang, was euch vermutlich eher noch unter Eifer im Begriff ist, eben dieses, dass sich die Fertigkeiten schneller aufladen. Verteilt für 2 Sekunden Langsamkeit und kann 3-mal abprallen, also Langsamkeit bzw. Tatendrang verteilen. Da mich der Golem nicht angreift, erstmal nur, wie das Blocken aussieht, den Rest sehen wir dann später an Gegnern. Skill 5.
Wogen der Zeit schleudert eine Welle temporaler Energie, die Gegner aufhält und verwundet, während sie Verbündete verstärkt. Dann kehrt die Welle zu euch zurück. Berührt ihr sie dann, verringert sich die Wiederaufladezeit für diese Fertigkeit. Macht 608 Schaden an Gegnern, gibt Verbündeten 1,5 Sekunden Schnelligkeit, betäubt die Gegner für eine Sekunde, blockt Geschosse und ja, verringert die Wiederaufladung 10 Sekunden, wenn man es berührt. Ist ein Kombofeld-Ether und sieht so aus. Da besonders nett, es bewegt sich halt dorthin wieder zurück, wo man dann steht, wenn es an seinem maximalen Punkt angekommen ist. Also es ist im weitesten Sinne movable. Dann der F5er-Skill. Kontinuum-Spaltung. Kontinuum-Spaltung. Zerstört alle eure Illusionen und öffnet einen Riss im Raumzeitkontinuum. Wenn er sich wieder schließt, kehrt er zu diesem Zeitpunkt zurück mit all euren früheren Lebenspunkten, eurer Ausdauer und den Fertigkeitsladungen. Die Dauer erhöht sich pro zerschmetterter Illusion. Ja. Es ist einfach ein dreht die Zeit zurück Skill quasi. Ich mache gerade mal ein paar Illusionen. Damit wir sehen können, wie das ist, wenn es etwas länger ist. Ich könnte jetzt ja halt sonst was machen und habe dann trotzdem wieder altes Leben und alte Fertigkeiten ready. Ich zeige es euch gleich nochmal. So, zum Beispiel, ich habe da jetzt drei Klone drauf, der wird auch gerade ganz schön vermöbelt, aber das ist uns eigentlich ziemlich egal. Ich nutze den F5er-Skill, bewege mich ein bisschen, wirke nebenbei Massenunsichtbarkeit, gelange gleich wieder zurück an meine alte Position und kann gleich nochmal Massenunsichtbarkeit wirken. Das ist ziemlich nice und funktioniert halt zum Beispiel auch mit Zeitschleife oder allen anderen Skills. Doppelport ist durchaus auch denkbar, wenn man ein bisschen Übung hat. Fakt ist, wenn man gar keine Klone bereit hat, hat man nicht viel Zeit. Dann hat man gerade mal 1,5 Sekunden Zeit, sich zu bewegen. Das heißt, man sollte zusehen, dass man irgendwie möglichst viele Klone parat hat, wenn man diesen Skill effektiv nutzen will. Aber für Zeitschleifen und ähnliches sehr, sehr nett. Wirklich sehr, sehr nett. So, dann schauen wir uns jetzt einmal die Brunnenfertigkeiten an. Brunnen der Ewigkeit. Er schafft einen Brunnen, der die Zeit zurückdreht und allen Verbündeten Elan verleiht. Am Ende seiner Existenz heilt der Brunnen alle Verbündeten im Umkreis. Selbstheilung am Anfang 2590, wenn die Heilung beendet wird, 3870, gibt 2 Sekunden Elan, trifft 5 Ziele und ist ein Kombofeld Licht. Sieht so aus. Dann haben wir Brunnen der Prophetie. Er schafft einen Brunnen der Verbündeten, die Fähigkeit verleiht, in die Zukunft zu sehen, sodass ihre Angriffe nicht abgeblockt werden können. Am Ende seiner Existenz weichen Verbündete im Brunnen für kurze Zeit allen Angriffen aus. Kann nicht geblockt werden, 1 Sekunde. Verschleierung für 2 Sekunden am Ende. Und Stabi hat man auch für 1 Sekunde. Kann 5 Ziele betreffen, hat 3 Pulse, also dieses kann ich geblockt werden, halt auch jeweils 3-mal. Dauert jeweils 3 Sekunden und hebt Betäubung auf und ist ein Ätherfeld. Sieht so aus. Hier, ihr seht jedes Mal dieses, hier kann nicht geblockt werden, ist mit jedem Puls erneuert worden. Das heißt, im Endeffekt hat man damit 3 Sekunden nicht geblockt werden können und nach den 3 Sekunden die Verschleierung von 2 Sekunden und Stabi, während man halt auch nicht geblockt werden kann. Das ist auch ziemlich nett, muss ich sagen, und eher aber auch unterstützend. Dann haben wir Brunnen des Verhängnisses. Er schafft einen Brunnen, der das Zeitgefüge zerreißt und Gegner in dem Gebiet dabei verwundet, schwächt und verkrüppelt. Wenn der letzte Schub vom Brunnen des Verhängnisses ausgelöst wird, richtet er beim Gegnern in diesem Gebiet schweren Schaden an. Macht Pulsschaden 316, finalen Schaden 1894, verkrüppelt und gibt Schwäche für jeweils 2 Sekunden und hat insgesamt 3 Pulse und kann wieder 5 Ziele treffen, ist auch ein Ätherfeld. Sieht so aus.
und Schwäche und Verkrüppelung wurden auch bei jedem Puls erneuert. Heißt, im Endeffekt haben wir 4 Sekunden Verkrüppeln und Schwäche auf den Gegner. Brunnen des Rückrufs. Erschafft einen Brunnen der Erinnerung, der die Aufladung aller verbündeten Fähigkeiten beschleunigt. Am Ende seiner Existenz stiert ihr die Erinnerung eurer Gegner, was sie verwundend und frösteln lässt. Finaler Schaden 631, eben für eine Sekunde Tatendrang, aber bei 3 Pulsen haben wir halt wieder 3 Sekunden Tatendrang, was halt die Fertigkeiten schneller auflädt. An die Gegner gibt es dafür Kühle für 5 Sekunden, beziehungsweise wenn das auch pro Puls erneuert wird, sind es 7. Genau. Und ist ebenfalls für 5 Ziele und ein Ätherfeld. Sieht so aus. Ihr seht, 3 Sekunden Tatendrang. Spürt die Wut. Und der hat jetzt noch ein paar Sekunden Kühl übrig. Dann haben wir noch den Brunnen der Tat. Erschafft einen Brunnen, der die Zeit anhält und dabei Gegner verbundet und verlangsamt. Am Ende seiner Existenz schnappt die Zeit wieder zurück und gewährt Verbündeten Schnelligkeit. Putschan 379 verteilt Langsamkeit 1 Sekunde, aber alle 3 Pulse, sprich 3 Sekunden. Am Ende bekommt man für 3 Sekunden Schnelligkeit, also wenn das halt beendet ist. Und ja, 3 Pulse, Ätherfeld, 5 Ziele, wie eigentlich immer. Er ist langsam, er ist langsam, er ist langsam. Wir sind schnell, im Endeffekt. Dann haben wir noch die Elite, den Elitebrunnen, Gravitationsbrunnen. Erstellt einen mächtigen Brunnen, der das Raumgefüge in einem Bereich verzerrt, Gegnern Schaden zufügt und sie zum Zentrum zieht. Am Ende seiner Existenz erhalten Verbündete im Brunnen Stabilität. Pulsschaden 379, finaler Schaden 1263. Gibt eben Stabi für 10 Sekunden, was, wenn es auch erneuert wird, also für 12. Zieht die Gegner in die Mitte dieses Brunnens aus dem 240er Radius und ist in diesem Fall ein Dunkelfeld. Sieht so aus. Ihr seht, sie werden in die Mitte gezogen. Es macht ganz guten Pulsschaden und auch finalen Schaden. Und wir selber haben halt ganz gut stabil bekommen. Genau. Und jetzt gucken wir uns mal die Fertigkeiten im Kampf an und ich suche mal ein paar Gegner. Ich fühle mich gut. Jo, da gab es dann halt erstmal direkt 2 Klone und ich habe noch gar nicht richtig Zugang gehabt. Und habe damit schon ganz guten Schaden gefahren, das ist schon mal nicht verkehrt. Es ist vollbracht. Tot. Gut. Dann schauen wir uns mal die Brunnen an. Das ist, ich weiß nicht, ob euch das gerade auch aufgefallen ist, aber ich finde es relativ unterhaltsam, wie die Animation bei den Gegnern dann teilweise aus, wenn Langsamkeit auf sie wirkt. Das ist wirklich, wenn man da so ein bisschen drauf achtet, sehr gut sichtbar, um es mal so zu sagen. Ey! Und ich habe meine Elite wieder ready. Das mit F5, muss ich sagen, ist auch nett. Sollte man halt wirklich dran denken, dass man es vor allem dann nutzt, wenn man halt auch gerade 3 Klone draußen hat. So, ich gehe jetzt aber mal woanders hin. Hier sind mir zu viele giftspeiende Blödis. Schauen wir doch mal, was Magister Itz brauchen. Auch das mit dem Klon chattern und dass dann direkt ein neuer kommt, gefällt mir ziemlich gut bisher.
Wie? Hier ist ja gar nichts los. Ach komm. Die Schlacht wartet. Und auch, dass man bei Shattern Eifer bekommt und so, das macht sich schon deutlich bemerkbar. Spürt die Wut. Nebenbei kann ich es mir dann halt auch noch über einen meiner Brunnen, den ich natürlich gerade nicht ausgestattet habe, reinholen. Aber schon allein auch über das Shattern, das ist ziemlich interessant. Zumal man es ja eh nur in Feld braucht. Und wenn man jedes Mal, wenn man shattert, mehr Tatendrang hat, dass sich die Fertigkeiten schneller aufladen, das ist schon viel wert. Spürt die Wut. Ausdauer ist niedrig. Tja. Ich bin so ein bisschen enttäuscht, dass hier irgendwie gar kein Anspruch für einen Gegner kommt. Das ist doch hier ein Event, Mensch. Irritierend. Ich glaube, das ist verbuggt. Ich gehe mal weiter. Ich mag mal den anderen Brunnen hier mir angucken. Okay, ich versuche da jetzt mal ein bisschen was zusammenzupolen. Genug Gegner sind da, ja? Oh, da kommt schon einer. Kommt her. Wie möglich an Skills raushauen, wieder zurück, nochmal Skills raushauen, heilen, ausweichen. Ja, das ist doch ganz okay, was man damit so macht. Hm? Der Film, was gemacht, hat in jedem Fall Spaß. Wobei, wenn man dann versucht, so viel wie möglich Fertigkeiten rauszuholen, habe ich irgendwie momentan es noch nicht im Kopf, mich auch noch nebenbei zu bewegen. Das kommt aber sicherlich, wenn man es ein bisschen geübter ist, was man haben will. Elite, genau. Kommt einfach mit. Ich möchte austesten, was ich kann. Zeit, echten Schaden anzurichten. Erfrischend. Nein. Spürt die den. Wut. Den. Bin schneller als ein Zentaur. Den. Das hat sicher wehgetan. Hey, hau mich. Also dafür, dass ich bisher noch nicht mal ausgewichen bin, stehe ich auf jeden Fall auch sehr gut da. Das heißt, die Heilung, die durch Shattern reinkommt und auch durch den Hilfskill ist auf jeden Fall ganz gut. Ich habe den Gegner gut verlangsamt, also er hat mir nicht so viel Schaden gemacht. Ich hatte jetzt zwar auch Unterstützung, aber das sah schon ganz gut aus, würde ich sagen. Ich muss sagen, ich finde, der Chronomant ist eine super Ergänzung zu dem, was der Mesmer bisher auch so konnte. Ich mag die Schildfertigkeiten ganz gerne, also dass man mit Skill 4 direkt zwei Klone machen kann und auch noch ziemlich effektiv blockt und langsam und Eifer macht. Das ist wirklich gut. Das kann ich mir vorstellen, dass ich das auch durchaus anderen Skills gegenüber durchsetze. Also ich persönlich bin ja eigentlich ein großer Fan von der Fackel. Ich fühle mich gut. Ich glaube, es wird schwer haben, mich zu entscheiden, ob ich dann überhaupt noch ein Großschwert danach trage. Oder ob ich dann nicht tatsächlich sage, okay, ich trage in der einen Hand Schwert, Fackel, in der anderen Hand Schwert, Schild.
Aber das kommt auch so ein bisschen drauf an, wo man unterwegs ist letztendlich. Wieder dabei. Heilen wird überbewertet, wie ihr gerade merkt. Gerade so. Der Schaden ist gut, man steht gut, es macht Spaß und ich freue mich sehr, denn ich finde, dass mein Main da gut ergänzt wird durch. Und ich mache gerade wirres Zeug, habe ich das Gefühl. Ich fühle mich gut. Mal wieder konzentrieren hier. Ich fühle mich gut. Also alles in allem. Macht es einen guten Eindruck auf mich. Ich hoffe, ihr konntet etwas mit meinem kleinen Einblick vom Chronomanten anfangen. Ich persönlich freue mich in jedem Fall sehr auf Hauti und bin schon sehr gespannt, was uns sonst noch so in den nächsten Betas erwarten wird. Als nächstes seht ihr dann jetzt von mir noch ein Video zu dem Wiedergänger mit Shiro und der Drachenform und natürlich auch zu der neuen Beta-Karte. Dann habe ich den kompletten Inhalt dieser Beta, soweit ich konnte, für euch aufgenommen und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich freue mich immer über Feedback. Und wünsche noch einen schönen Tag. Tschüss.